が深く見果てぬ空よ、月は大きな傷跡だろう、スパーク闇にうごめいてる人影、増殖してゆくぜ魔性の大群、狂気のハリケーン、ぶつかり合う Oh yes! Survivor, you are the survivor 絶望を切り裂き歪んだ罪を仕留めろ Survivor, the super survivor 限界を壊せよ生かれる魂So Leute, denn auch hier in dieser wunderbaren, in diesem wunderbaren Spiel gibt es wieder What-If-Sagas zu begutachten. Und zwar, bevor wir uns zu den eigentlichen Was-wäre-wenn-Sagen machen, würde ich mal sagen, wir gehen zunächst einmal, oder ihr habt hier sie direkt schon vor euch, die Dragon Ball-Saga. Denn da hat mich der Keanu auf was aufmerksam gemacht, der gute TheKeanu88. Ein Sachverhalt hier in der Dragon Ball-Saga beim Kampf zwischen Son Goku und Piccolo. Hier gibt es nämlich auch einen ja... ein kleines Was-wäre-wenn-Szenario, mitten im Kampf sogar, versteckt, wenn man glaube ich, diese ganzen, ja, einzelnen Szenen nicht auslöst. Ihr wisst ja, ihr habt im Kampf verschiedene Sachverhalte, die stattfinden, verschiedene Cutscenes. Und wenn ihr nur einen Teil auslöst oder manche, glaube ich, sogar gar nicht, dann passieren wohl manchmal ganz interessante Sachen und so auch in diesem Kampf. Das muss ich, worum es geht, das zeige ich euch jetzt mal. Also das ist jetzt erstmal der ganz normale Kampf zwischen Son Goku und Piccolo. Ich habe gedacht, das will ich euch mal zeigen, bevor ich mit den eigentlichen Was-wäre-wenn-Sagen loslege. Ist nämlich sehr interessant. Vor diesem Easter Egg wusste ich gar nichts. Dementsprechend bin ich jetzt auch selber mal gespannt, wie das überhaupt aussieht. Ich weiß nur... ja, gucken wir uns erstmal an. Ich weiß nur, dass es darum geht, diesen, ja, wohl nur eine dieser Cutscenes auszulösen. Nicht alle, sondern wirklich nur eine. Oh, scheiße. Aber nicht ins Hintertreffen geraten, weil er hat zwei Energiebalken mehr als wir. Und das ist natürlich jetzt schon eine ziemlich üble Ausgangsposition. Scheiße. Okay, ich glaube, wir können das direkt nochmal neu starten. Ich dürfte jetzt schon viel zu wenig... Ja, so wird das natürlich nichts. Ja, super. Egal, probieren wir es weiter. Ha! Wenigstens funktioniert meine Lieblingskombination hier noch. Ich muss sagen, dafür liebe ich dieses Spiel. Dass sie das hier eingeführt haben, diese mehrmaligen Teleportationen hier. Bei Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 war ja nur ein Teleportationsangriff möglich. Mir ist es dann gleich eine Kombination aus drei, ne? Das finde ich schon richtig cool. So, den ersten, wie gesagt, den müssen wir gleich noch auslösen. Ich würde aber sagen, ich nehme ihm erstmal noch ein bisschen Energie ab, weil das sieht schon ziemlich übel aus gerade für uns. Und ganz wichtig, wir haben jetzt erstmal den Nachbildschlag drin. Den werden wir nämlich noch brauchen, richtig. Und, ja, lösen wir das hier erstmal aus. Das ging flott. You'd better be ready yourself. I'm coming for you. Ja, ja. Is that the extent of your power? Enough of your nonsense. Könntet ihr dann mal... Oh! It's my turn to attack.
Alter, hat er jetzt wieder 5 Energiebalken? Das darf doch nicht wahr sein. Aber das Gute ist, ich habe auch wieder volle Energie, also von daher alles in Ordnung. Ich mache einfach wieder das. So. Und dann tötet er mich. Wunderbar. Das ist gerade echt schlecht. Okay. Ah, scheiße. Ich muss meine Energie voll aufladen, damit ich mich wieder schnell aufladen kann. Und... scheiße. Hat der Kerl uns echt erwischt jetzt? Aha. Oh, so viel Energie. Wieso ist dieser Attacke so stark? Nimm das. Das ist nicht wahr. Okay. Ich glaube, das verlieren wir. Aber es war mir fast klar, dass wir das öfters probieren müssen. Und das war's. Nachbildschlag hat uns zwar nochmal gerettet, aber das können wir unmöglich noch gewinnen. Gut. Wir probieren es trotzdem weiter. Vielleicht können wir diesen Kampf noch drehen. Boah. Boah. Scheiße. Warum steht er denn nicht auf? Was hat er denn nur? Eieiei. Armer Piccolo, schon so müde. Hier ist es. Ja, das brauchst du gar nicht erst probieren. Komm her, du. Sehr schön. Komm her. Ah, nein. Ich glaub's nicht. Wie konnte das denn daneben gehen? Ja. Oh. Jetzt habe ich aber gerade... erst hatte ich kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Oh Mann. Ja, na endlich mal ein bisschen Glück für mich. Vielleicht können wir den Kampf so doch noch drehen. Zumindest habe ich es jetzt wieder in der eigenen Hand. Das wird richtig spannend. Nein, das macht er doch noch! Oh. Nein, 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 nein! Als hätte er damit gerechnet, dass ich das abwehre. Unfassbar. Boah. Wir haben es geschafft. Wir haben es echt geschafft. So, Leute, schaut, was passiert. Hey! You're still alive? The Demon King is dead, and soon that brat will be too. Once that kid is gone, the world will be mine. Ja, ja. Darn it. If I wasn't so worn out, I could beat him easily. Tja, aber wer kommt denn da dazwischen? Get away from my fiance. Uh-oh. Gigi. What? Just another rat. I'll take care of you. Just come and try it, girlie. I won't go easy on you, though. Here goes! Dann mach dich auch was gefasst. Pandurin, ja. Pandurin. Wie komme ich auf Pandurin? Tambourin! Mr. Tambourin Man! Nimm das! Energiegespamme von Chichi! So. Wir wollen nicht in dieselbe Situation geraten. Wir wollen nicht in dieselbe Situation geraten wie gegen Piccolo. Scheiße. Ah, das gibt's nicht.
Das ist doch wirklich schwer hier. Gebe ich zu. Nee, nimm lieber das. So. Ein Glück. Da haben wir jetzt bisschen einen kleinen Vorsprung. So. Sehr gut. Und Son Goku, greif ein. Jawohl. Und wir haben ihn so gut wie besiegt. Wir haben ihn besiegt. Sehr schön. It's okay. I'll get that wizard. You're strong. Ja, ja. Schon klar, Chichi. Wunderbar. Jetzt habt ihr auch mal dieses kleine Easter Egg aus Budokai Tenkaichi 3 gesehen. Ich würde mal sagen, das ist auch ein schöner Einstieg. Dann können wir auch ja direkt weitermachen. Falls ihr noch solche Easter Eggs kennt aus diesem Spiel, weil ich kenne sie definitiv... Also mir fällt jetzt im Moment keins mehr ein, sagen wir es mal so. Also ich kenne sie definitiv nicht. Ja, schreibt das vielleicht mal in die Kommentare. Eventuell können wir dann mal gucken, ob ich noch mal sowas mache. Das hier war jetzt echt anstrengend gewesen, würde ich dazu sagen. Das war jetzt wirklich schwierig gewesen. Aber das gehört dazu. Wir haben es geschafft. Beim ersten Versuch. Immerhin. Es war sehr, sehr knapp, aber immerhin. Sehr schön. Okay. Wir haben aber noch natürlich die normalen Was-wäre-wenn-Sagen. Und ich würde mal sagen, die erste... Da kümmern wir uns auch mal im nächsten Part drum. Was haben wir denn hier? Die gucken wir uns nochmal kurz an, bevor ich diesen Part beende. Da hätten wir einmal Traumkampf Son Goku gegen Arale. Anhänglicher Cyborg. Kampf in der Galaxis. Unerwartete Hilfe. Das sind die vier Was-wäre-wenn-Sagen. Die vier Was-wäre-wenn-Kämpfe in diesem Fall. Ja. Was euch da erwartet? Goku, I have something I want to tell you. To be blunt, you're strong. But remember, I will surpass you someday. And I'll again rule as King Piccolo. Piccolo, you're not really like that. Gohan once told me, Mr. Piccolo is harsh, but a very good person. Duh, you made me sick. Oh, and tell Gohan, he really needs to train some more. Yeah, he's changed a bit. Okay, sorry. Well, shall we start? Seid ihr denn endlich mal fertig? Gut, also bis zum nächsten Mal, euer WeHawk LP.